Ich denke, sollte alles laufen. Ja, das sieht gut aus. Ja, dann willkommen zum Garagentour-Stream. Ich hatte ihn ja angekündigt und er kommt auch. Ich habe gestern den ganzen Tag meine Garagen versucht ein bisschen zu sortieren, dass es halt einfach ein bisschen cooler aussieht. Und wir fangen im Hangar an, weil es immer so zu GTA gehören ja nicht nur Autos und Motorräder. Dazu gehören auch unter anderem Flugzeuge und Helikopter. Und das ist hier so meine kleine Sammlung, die ich habe. Ein paar, die ich sehr gerne mag. Zum Beispiel hier die Akula. Ein Tarnhelikopter mit guter Bewaffnung. Hier der beste Jet, den man haben kann. Ich gebe meine Ego-Perspektive. Wie groß der doch ist. Die Raiju-Senkrechtstarter hat Raketen, hat explosives Maschinengewehr und kann auch in Tarnmodus gehen. Hier sieht man den Hover-Modus bis Senkrechtstart-Modus. Dann haben wir hier so ein paar kleine Jagdbomber. Dann haben wir hier die, wie heißt sie? Strike Force, meine ich, muss. Ja, genau, BF Strike Force. Für PvP ein sehr gutes Flugzeug. Die ist auch tatsächlich schneller und wendiger als zum Beispiel. Oh, er hier. Also der allererste Kampfjet, den es schon seit Release gibt. Die kann man, by the way, auch auf dem Militärflughafen einfach so klauen. Aber man kann nicht in den Hangar stellen. Hier haben wir die Hydra. Das ist der erste Senkrechtstarter gewesen, den es in GTA Online gab. Beziehungsweise das Flugzeug gab es schon in GTA San Andreas. Daher kommt der. Relativ alt. Sieht man auch so ein bisschen an, von der Form her und wie es halt auch aufgebaut ist. Aber kann auch senkrecht starten. Ist sehr geil. So, wir haben hier hinten noch ein Lager, wo ich noch ein paar andere Fahrzeuge mal jetzt raushole. Ich mein normaler Hangarplatz ist nämlich voll. Ja, hier haben wir noch einen weiteren Helikopter, den ich selten fliege, aber auch gerne mag. Die Konarda. Auch hier mit Raketen und MG. Den gibt es auch als zivile Variante ohne Waffen. Aber jetzt nicht so krass besonders. Dann haben wir hier den normalen Sparrow, habe ich ja auch. Den kann man im U-Boot lagern, werdet ihr noch sehen. Aber den gibt es auch noch als Wasser, ja, beziehungsweise als Variante, um halt auf dem Wasser zu landen. Hier mit dem sieht man, habe ich komplett in Gold gefärbt. Ja, ist ganz nett. Fliegt sich eigentlich haargenau wie der normale. Aber mit dem Unterschied, dass du auf dem Wasser landen kannst, was halt auch ganz hilfreich sein kann. Ah, den hatte ich schon gezeigt, genau, das ist. Warte. Genau, Lager. Dann haben wir hier auch eins, was ich mir einfach mal so gekauft habe. Gibt's auch schon seit GTA San Andreas. Kann nichts besonders, sieht aber ganz cool aus, finde ich. Ist auch so ein Flugzeug, wo was in echt benutzt wird, um Fallschirmspringer zu transportieren. Also in die Luft, dass sie halt rausspringen können. Ja, kann aber halt gar nichts. Ist auch nicht wirklich schnell. Hat man halt, oder man hat's nicht. Dann habe ich hier meinen normalen, also das ist so der, ich glaube, das war auch einer der ersten Helikopter in GTA 5 mit Waffen. Der Buzzard auch immer noch super gut, habe ich auch in Gold gefärbt. Ist nämlich ansonsten schwarz, sieht ein bisschen langweilig aus, aber hat auch hier Maschinengewehr, Raketen und ist gut, kann man auch neben sich spawnen lassen. Dann haben wir einfach mal so just for fun. Das heißt, just for fun, manche Missionen ist ja auch ganz nützlich. Hier ein Transporthelikopter. Gibt es einmal in der Version von der Armee. Ich habe ihn aber komplett schwarz gemacht, so ein bisschen schlicht gehalten. Ist aber auch sehr langsam. Hier hinten können, glaube ich, auch sogar Leute rein. Beziehungsweise die Klappe kann man, glaube ich, auch aufmachen. Und der hat halt auch einen, sieht man jetzt nicht, aber der hat hier unten drunter. Hat der einen, ja, einen Enterhaken, so ein Seil, was du halt runterlassen kannst. Da kannst du halt andere Autos noch mit transportieren. Deswegen für manche Missionen ist er schon ganz gut. Dann haben wir hier optisch ein sehr geiler Helikopter, muss ich sagen. Der Annihilator Stealth. Den gibt es auch als normal, aber ich habe die Stealth-Variante. Der hat auch. Oh, warte mal, habe ich ja gar keine Raketen. Ich glaube, ich habe gar keine Bewaffnung drauf gebaut. Können wir eben machen.
gibt manche, die fliege ich. Ja, da habe ich gar nicht getunt. Die fliege ich eigentlich selten. Aber hier kann man entweder Raketensperrfeuer oder Lenkraketen. Ich bin immer ein Fan von Lenkraketen. Und ja, so sieht er dann aus. Aber hat halt auch einen Tarnmodus. Also man kann halt einen Tarnmodus aktivieren. Dann fährt das hier ein und du wirst auf der Map nicht angezeigt. Ist ganz hilfreich. Hält aber weniger aus als zum Beispiel er da vorne hier, der. Die Akula. Hält leider weniger aus als die Akula, deswegen wird die Akula eher öfter benutzt. Was wir noch irgendwo haben. Ich glaube, das war's auch schon. Ja, das war's an den relevanten. Also wenn ich sagen müsste, hier, ihn hier fliege ich am meisten. Hier, die mag ich auch ganz gerne. Nutze ich gerne gegen irgendwelche Griefer, die mich abschießen wollen, weil das Ding hat Bomben, Raketen, Maschinengewehr und ein Raketensperrfeuer. Also es ist krank bewaffnet und sieht auch gut aus, finde ich. Den hier hat man früher benutzt, aber mittlerweile wird er auch gar nicht mehr benutzt. Ja, und ansonsten. Gibt noch ein Flugzeug, das habe ich aber nicht hier gelagert, das ist woanders. So, und jetzt gehen wir in die nächste Garage. Ich muss einmal gucken. Ja, machen wir hier. Warum bin ich eigentlich in der normalen Lobby drin? Das wollte ich nicht. Jetzt gehen wir alle Garagen so schrittweise mal durch. Garage, kannst dich ja hin teleportieren, mit so einer Sitzung. Jetzt kommen wir zu den ganzen Autos und zu den Motorrädern und das kann eine Weile dauern, das sage ich jetzt schon mal. Drin mit vorwiegend SUVs. Ich habe noch eine andere, aber hier sind so SUVs drin. Fangen wir mal an hier. G-Klasse, muss einfach sein. Ist nicht schwarz, ist tatsächlich so ein dunkles Rot. Das sieht halt durch das weiße Licht hier drin schwarz aus. Aber auch sehr schön, finde ich. Dann hier so ein paar Range Rover Modelle. Hier normaler, bisschen auf sportlich, bisschen luxuriös angelehnt. Das ist ein Cadillac. Den gibt es auch. Die Fahrzeuge gibt es ja. Sind ja keine Originalen, aber halt an Originale angelehnt. Und das ist tatsächlich einer der, ja, sag mal, aktuellsten Modelle, die in den USA auch rumfahren. Hier Maserati Levante. Im Spiel heißt der Novak. Auch sehr, sehr schön. Auch sehr schnell, muss ich sagen. Fahre ich gerne. Ja, das ist hier wieder so ein random Gemoddeter, den ich mal abgekauft habe. Straßenfahrzeug. Auch random. Der ist zwar auch ein Straßenfahrzeug, aber der Rapper ist es nicht, aber der Sänger Post Malone, der hat einen Ford Explorer, der ist genau in der Farbkombination lackiert und ich habe dann halt einfach so ein bisschen nachgebaut, weil mir das in dem Video gut gefallen. Gibt ein YouTube-Video dazu. Aber hier die G-Klasse natürlich. Auch wenn sie jetzt nicht so schnell ist, aber sieht halt einfach geil aus und deswegen fahre ich sie gerne. Weiß auch gar nicht mehr, was überall wo drin war. Ich habe hier einen Geländewagen. Das Fahrzeug hier ist aus der Story. Das Lustige ist, das ist auch das 1:1 Fahrzeug aus der Story. Das hat mir ein Kollege gemacht mit einem Glitch. Kann man die Story-Fahrzeuge auch in Online-Modus ziehen, ist aber sehr schwer und ist, glaube ich, mittlerweile auch gepatcht worden. Aber das ist das Fahrzeug von einer der Hauptcharakter von Trevor, um genau zu sein. Hier auch nur so ein gemoddeter Random. Ein paar Rennen-Offroad-Fahrzeuge habe ich auch. Der ist ganz cool, den fahre ich gern. Aber für Offroad-Rennen ist der tatsächlich der beste, diese Geländerennen, weil der ist unheimlich schnell durch Super-Tuning und sieht auch gut aus, finde ich. Hier komplett schwarz gehalten. Hier ein alter Hammer H1. Gibt es ja so auch in echt. Gibt's ja so sahen die ja früher auch aus. Auf Militär angelehnt, habe ich den so ein bisschen getuned. Auch ein sehr geiles Fahrzeug, fahre ich aber auch recht selten, muss ich sagen. Hier ein Ford Raptor, kann man unschwer erkennen. Auch wenn er nicht so heiß. Und hier haben wir eine G-Klasse. Nochmal in der 6x6 Variante, gibt es ja auch tatsächlich in echt. Ja, ansonsten sind Fahrzeuge, die ich sehr selten fahre. So,
Ihn fahre ich tatsächlich ganz gerne, weil er halt besonders aussieht. Durch die gemonteten Reifen, Lackierungen, beziehungsweise halt, weil es das Story-Fahrzeug ist, sieht man halt nicht so oft. Hat, glaube ich, auch ein, ja, hat auch ein gemoddetes Nummernschild. Und für Rennen, wenn ich mal Rennen fahre, wenn es auf Rennen doppelt Geld gibt, fahre ich es. Aber ich muss sagen, optisch gefällt mir er ja am besten mit dem Blau-Schwarz. Und wie gesagt, Tuning ist ja eh Geschmackssache. Das macht ja jeder so, wie er es gerne mag. Da gibt es kein richtig oder falsch. Ah ja, hier haben wir die, ja, wie soll ich sagen, Garage mit Fahrzeugen aus Großbritannien. Hier, wer Mr. Bean kennt, erkennt sofort, das ist Mr. Beans Fahrzeug. Eine sehr lustige Serie, die ich gerne geguckt habe früher. Hier noch so ein bisschen auf Rennen angelegt, das ist auch ein Mini. Das Fahrzeug gefällt mir wirklich in der Garage so am besten, kann man sagen. Auch sehr schnell und auch sehr schön. Hier ein alter McLaren. Auch noch der hier, auch drauf angelehnt, ein bisschen auf Rennen. Hier auch sehr schön, das ist ein, auch ein Aston Martin in echt. Die Farbkombination ist richtig geil, muss ich sagen, mit diesem Grün-Gelb. Dann haben wir hier natürlich auch noch ein Aston Martin, bisschen auf James Bond angelehnt. Hier ein Cabrio. Weil man kann ja auch Cabrio-Verdecke öffnen und mal so ein bisschen im Cabrio rumzucruisen, macht ja auch Spaß. Hier ein alter Aston Martin, auch so ein bisschen auf Rennen getuned, fahre ich auch gerne. Und hier, man erkennt es eigentlich sofort, das ist das Fahrzeug von James Bond, beziehungsweise eins der Fahrzeuge, aber so das bekannteste. Heißt auch tatsächlich hier JB, also für James Bond und 700 007 umgedreht. Die dürfen ja keine echten Fahrzeugnamen verwenden, aber man erkennt es sehr deutlich. Und er hat auch Waffen, wie man sieht. Funktionierende Waffen. Maschinengewehr und ich glaube auch Annäherungsminen hat er, die man hinten abwerfen kann. Sehr geil. Ja, wie gesagt, also für Rennen, der ist geil. Und der ist auch ganz gut für Sportrennen. Wobei das ist halt ein Sportfahrzeug. Das ist ein Supersportfahrzeug. Und halt hier Mr. Beans Mini Cooper. Absolut. Absoluter Klassiker, finde ich. Auch gemoddete Reifen hat er, glaube ich, drauf. Und die Lackierung ist auch nicht original. Aber vom Tuning her soll das halt sein. Ich glaube, das erkennt man auch ganz gut. So, nächste. Hier, ich habe hier in dem, in dem Tower mehrere Apartments und deswegen habe ich hier auch viele Garagen. Ah, da waren wir gerade drin. Dass alle Fahrzeuge halt relativ nah beieinander sind, sonst muss halt immer so weit hin und her fahren. Das nervt halt einfach nur, wenn du mal ein bestimmtes Fahrzeug haben möchtest. So, du kannst halt auch in dem Turm spawnen, in einer der Wohnungen, dir dann das Fahrzeug suchen, was du willst. Hier haben wir mit alten amerikanischen Muscle Cars, hier ein alter. In echt ist, glaube ich, ein Dodge Charger 69er. Das Fahrzeug ist von einem der Charaktere aus der Story so ein bisschen nachgebaut. Fahr ich eigentlich auch nie. Habe ich mir nur in die Garage gestellt und halt nachgebaut. Hier das Fahrzeug aus GTA San Andreas von dem Hauptcharakter von damals. Beziehungsweise es gehörte seinem Bruder, aber wir sind halt damit immer rumgefahren. Auch absolute Legende. Hier ein Fahrzeug, was so ein bisschen an Fast and Furious angelehnt, die ersten Teile. Also der Charger. Keine Ahnung, was das ist. Ein bisschen auf Rennen umgebaut. Habe ich auch mit gemoddeten Reifen und auch Nummernschild ist gemoddet, ne? Ja, ich glaube schon. Auch ein Fahrzeug aus GTA San Andreas. Habe ich auch so ein bisschen extrem umgebaut. Fahre ich aber auch nie. Sind eigentlich die meisten Fahrzeuge drin, die stehen halt einfach nur random rum. Sehr gerne. Eine alte Corvette mit gemoddeten Reifen. Schöne Lackierung. Und auch Nummernschild müsste gemoddet sein. Ah, ich kann es nicht sehen. Hier, wenn man John Wick kennt, weiß man sofort, das ist John Wicks Auto. Sehr geile Filmreihe im Übrigen. Ja gut, der sieht ein bisschen so ähnlich aus, ist aber tatsächlich ein
ein anderes Modell, ich glaube Nachfolgemodell. Und wer Cars kennt, erkennt sofort, das ist das Fahrzeug aus Cars. Das ist einer der, ich habe seinen Namen vergessen, aber auch ein legendäres Fahrzeug und ja, eine legendäre Filmreihe auch. Deswegen habe ich ihn so umgetunt. Den fahre ich tatsächlich auch öfter mal. So, die Garage ist ein bisschen besonders, weil hier sind nur Fahrzeuge drin, die ich oft brauche, wie man in den normalen Lobbys oder die für Missionen gut sind. Zum Beispiel der hier kann fliegen, ist angelehnt an das Auto aus Zurück in die Zukunft, wie man sieht. Hat auch Raketen, ist auch bewaffnet, also nutze ich gerne, um irgendwelche Flugobjekte in der Luft runterzuballern oder andere Spieler, wenn sie mich nerven. Hier extrem gut gepanzert, können viele Leute drin sitzen. Und man kann auch gut andere Spieler damit immer wieder umfahren, weil sie die einen selten treffen können. Hält auch einige Raketen aus. Bestes Fahrzeug für normale Missionen, wo man gegen Bots spielt, weil die Bots halt einen hier durch die Scheiben nicht treffen können. Ist komplett gepanzert und war auch tatsächlich einer der ersten gepanzerten Spieler gehabt. War, glaube ich, auch mein zweites Fahrzeug tatsächlich, was ich mir damals gekauft habe. Schnellstes Motorrad, damit mache ich die ganze Zeit Rennen. Der heißt Scramjet. Kann an sich nicht fliegen damit und hat auch Raketen. Deswegen, wenn er da hinten kaputt ist, dann nehme ich ihn, weil fährt sich ähnlich und hat dann auch Raketen. Hier ein wunderschönes Fahrzeug. Ist auch, hat auch super Tuning, beziehungsweise spezielles Tuning drauf, dass er gegen Raketen geschützt. Also der hält, glaube ich, so, ich glaube, drei, vier Raketen hält er aus, dann geht er kaputt. Ist auch ein E-Auto tatsächlich, hat also keinen Sound. Aber ist unheimlich schnell und fährt sich sehr angenehm und sieht sehr, sehr schön aus. Ja, das ist meine Porsche-Garage. Ich habe für bekannte Automarken habe ich eine eigene Garage quasi erstellt. Das ist für Porsche. Alles wunderschöne Fahrzeuge, die ich gerne fahre. Das hier normaler, ja, soll ich sagen, ist glaube ich ein GT-Modell von ja, von GT3 oder geht ja doch, denke ich, wird sein. Dann haben wir hier einen alten Renn-Porsche, auch mit so sind die halt damals gefahren. Natürlich, die hatten noch Livery, aber habe ich jetzt nicht drauf gemacht. Hier ein Gelände-Porsche, gibt es auch tatsächlich in echt, damit sind die Rallyes gefahren. Auch sehr schön zu fahren und der hat auch hier, man sieht, kleine Schienengewehre. Hier ein Cayman, auch ein bisschen auf Rennen umgebaut, aber auch schlicht gehalten mit dem Schwarz. Hier, das ist der 811, in echt ist es ein 918 Spider, auch ein sehr schönes Fahrzeug. Ist auch sehr schnell, aber vom Handling nicht so geil. Und dann haben wir hier zwei Macans, einmal den normalen quasi und einmal den Custom, den man so ein bisschen auch mit Supertuning ja versehen kann. Dann ist er nochmal schneller als der. Ist zwar schnell, aber vom Handling sehr rutschig, deswegen für Rennen oder so nichts Besonderes, aber sieht schön aus und fahre ich auch ganz gern. Und hier haben wir einen Taycan, auch schlicht gehalten. Fahre ich auch gern tatsächlich so ein bisschen mal rum. Und dann haben wir hier zwei 911er Modelle, einmal als Cabrio in Gold und einmal hier in diesem schönen. Es hat auch eine Farbe, die ihren Namen, diese Farbe bei Porsche, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber sehr, sehr schönes Blau. Mag ich sehr gerne. Mich?
Ne, was für Quatsch. Apartment 9 hatten wir jetzt, beziehungsweise Garage zu Apartment 9. Die letzte Garage hier in dem Gebäude. Und dann können wir zu den anderen gehen. Ja, das hier sind Lowrider. Es gab ja auch damals ein Lowrider-Update. Und sind halt besondere Fahrzeuge in Amerika. Aber wenn man das mag, ist ganz cool, finde ich. Und ich habe mir auch so ein paar ein bisschen nachgebaut. Relativ schlicht gehalten. Hier wieder auch ein bisschen auffälliger, aber auch von der Farbkombination sehr, sehr schön, muss ich sagen. Der auch. Das Fahrzeug gab schon in GTA 4, aber kann man in dem Spiel so ein bisschen auch zum Tuner umbauen. Habe ich auch gemacht, aber relativ schlicht gehalten. Hier so ein bisschen an den Gang-Lowrider angelehnt. Es gibt in dem Spiel ja verschiedene Gangs und ein paar fahren die auch tatsächlich entweder in grün oder in lila. Hier ist noch einer. Auch ein bisschen schlicht gehalten. Ja, ebenso. Und dann haben wir hier noch so zwei Pickups, nennen wir aber, die aber auch so ein bisschen ähnlich getunt sind. Hier extrem tief gelehnt. Legt. Ja, und hier wiederum etwas höher gelegt, aber auch extrem getunt, gemoddete Reifen, gemoddete. Aber ich muss sagen, wenn ich mal einen fahre, fahre ich entweder ihn hier, weil ich ihn von der Farbkombination gerne mag, den als Cabrio da vorne oder den da hinten. Die anderen eher nicht so wirklich. Ja, wobei den hier manchmal auch, weil er mir von der Farbkombination sehr, sehr gut gefällt. Aber haben natürlich jetzt nicht so ein geiles Handling, die Fahrzeuge, aber dafür wurden sie halt auch einfach nicht gebaut, muss man sagen. So, dann fahren wir jetzt zu der Garage, zu der, und dann kommt hier die 50er Garage. Dann holen wir uns mal ein Auto kommen, eben. Immer Porsche. Bock auf Porsche fahren. Geil, dass es natürlich jetzt regnet, weil dann fahren sich alle Fahrzeuge nicht so geil durch den Regen, so die rutschige Straße, aber was will man machen, ist halt einfach so. So, jetzt das nächste Haus in Anführungsstrichen nennen wir es mal. Ah, falsch reingegangen, muss er da drüben reingehen. Gibt ja keinen direkten Eingang zur Garage vom Haus raus. Eine sehr besondere Garage, nämlich hier sind nur Polizeifahrzeuge drin. Es gibt ja seit Ende 2023 gibt es Polizeifahrzeuge zum Kaufen.
Ja, und dann fangen wir mal an. Hier haben wir den klassischen Ford Crown Victoria als Polizeiwagen, den es auch in den USA gibt. Hier als zivile Variante, der vom Geheimdienst benutzt wird. Dann haben wir hier einen Challenger als Polizeivariante in drei Varianten. Habe ich den hier undercover. So fährt er, so war er auch im GTA 6 Trailer tatsächlich zu sehen. Normal gehalten als normaler Polizeiwagen und hier undercover mit gemoddeter Lackierung, Reifen und Nummernschild. Auch sehr geil, muss ich sagen. Hier ein alter Mustang als Polizeiwagen. Hier so ein Geländewagen, bisschen auf Sheriff angelehnt mit der Lackierung. Ja, ist ganz okay. Dann haben wir hier auch den Greenwood nochmal von eben den als Polizeifahrzeug. Sehr geil, muss ich sagen. Erinnert mich irgendwie an so alte amerikanische Filme. Ich weiß irgendwie nicht, aber auch sehr cool. Genauso wie der hier. Und dann der hier. Den gab es auch in GTA San Andreas. Die Lackierung ist auch so ein bisschen darauf angelehnt, weil dieses Busted da unten, das war quasi damals, wenn du gestorben bist, so also eine Mission verkackt hast, stand dann da mal Busted halt auf Englisch. Und ja. Und der fuhr halt damals auch so um, den gab es da so. Aber ich fahre tatsächlich am liebsten hier meine. Entweder einen von den drei. Entweder den hier oder den hier. Den mag ich auch gerne. Ja, ihn auch. Und die zwei sind auch in Ordnung. Auch Waffen sind da im Auto. Kann man es ja nicht nutzen, aber als Optik nur. Wir müssen an ein Auto einsteigen. Moment. Ah, jetzt kann ich wieder nicht da rein. Lass mich da rein. Was soll das? Fahren wir den hier. Komm. Officer, be advised. I've intercepted calls detailing a possible Nee, threat. Vincent, jetzt For nicht. some reason, the LSPD are not dispatching units. Can you investigate? Also mal gucken. Ach, jetzt sind alle Gebäude weg. Nee, ist wieder da. Muss als nächstes nämlich hier hin. Ah, jetzt ist das Auto weg. Aber da kommt Neues. Ich muss mir einmal ihr Auto ausleihen. Kriegen sie gleich wieder. Können sich da vorne abholen. 100 Meter weiter. Das ist 200 Meter. Was wir hier drin haben. Okay, nochmal Muscle Cars, aber gemischt. Hier haben wir auch den, den wir eben als Polizei hatten. Gibt es den ja auch, aber auch 19 Mal gibt es den. Auch sehr geil von dem Tuning her. Fährt sich aber nicht so cool, muss ich sagen. Nur wie der hier. Einer meiner ersten Autos tatsächlich in GTA gewesen. Den kann man nämlich so halt random auch auf der Straße sich nehmen und dann zum eigenen Fahrzeug machen. Aber schönes Tuning, gefällt mir. Das ist ein E-Auto tatsächlich, ein E-Charger. Auch wild, aber ja, ist halt so. Auch mit speziellem Tuning gegen Raketen und Panzerplatten drauf und alles Mögliche. Das Fahrzeug von einem der Charaktere aus der Story nachgetunt mit gemoddetem Nummernschild, wie man sieht hier unten. Auch sehr schön. Auch ein sehr geiles Auto. Ist ein, auch ein Cadillac in echt als Limousine. Der ist auch sehr, sehr schön vom, wenn man alte Autos halt mag, wie ich. So ein bisschen nachgetunt wie in einer gewissen Fernsehserie, beziehungsweise in einer Marvel-Serie. Da war der rot-weiß und hatte tatsächlich auch eine mit Möglichkeit zu fliegen, wild, aber ist so. War auch ein Cabrio.
Ja, und die etwas, sagen wir mal, modernere Version, 15 Jahre später, glaube ich. Ne, wobei viel mehr, aber auch schöne Farbkombination mit diesem Grün, zu Gelb ist es, glaube ich, eher, und dem Blau. Hier, wer Transformers kennt, Transformers lässt grüßen. Der erste Bumblebee, der erste Transformers-Wagen. Ja, und keine Ahnung, ist das ist nochmal so ein random Truck reingestellt. Das ist auch, ist ja auch ein amerikanisches Fahrzeug, ein älterer, aber. So, jetzt fahren wir zu der Garage hier, weil hier ist die 50er Garage quasi. Wo halt 5 Ebenen mit jeweils 10 Stellplätzen drin sind. Und keine Ahnung, warum das Auto da oben spawnt, aber gut. Ist halt so. Oh Leute, jetzt habe ich sein Auto genommen, das wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach in meins einsteigen. So, hier ist der Eingang. Moment. Ja, immer die erste. Ja, wie man unschwer erkennen kann, das ist die Ferrari-Garage. Hier sind nur Ferrari-Modelle drin, von alt bis neu, egal. Fangen wir an, ihren alter F40. Ja. Auch noch ein etwas älteres Modell. Ein F12 müsste das sein. Auch eines der ersten Fahrzeuge, weil man den, glaube ich, kostenlos bekommen hat damals. Auch sehr schön. Als normal. Der ist auch nicht schwarz, das ist ein sehr, sehr dunkles Blau. Das habe ich mal gesehen in einem Video. Hat mir sehr gut gefallen, habe ich nachgebaut. Der aktuellste quasi, das ist der F8. Den gibt es ja, ich glaube, aus dem Jahr 2020 ist der. Habe ich auch schon mal in echt gesehen. Sehr geiles Fahrzeug. Ein 812 Superfast. Den habe ich tatsächlich mal. Ich habe mal mit einem Kollege von mir, der das Spiel auch spielt. Habe ich den mal gesehen bei ihm, habe den so nachgetunt. Auch tatsächlich ein Modding-Nummernschild drauf. Aber die Farbkombination ist geil, dieses Grau mit dem Orange. Eins der schnellsten Autos im Spiel, aber hat ein miserables Handling, also für geradeausfahren geil. Ansonsten auch der ist sehr geil für Rennen, muss ich sagen. Auch schönes Tuning finde ich von der Farbkombination mit der Lackierung. Und dann haben wir hier so ein Prototyp, soll das sein. Sieht cool aus, hat einen coolen Sound. Ja. Aber hier, eins meiner Meinung nach der geilsten Autos im Spiel vom Sound her auch, fahre ich extrem gerne. Den fahre ich gerne auch einfach so und ihn auch. Also in Rennen ist der auch ziemlich gut, muss ich sagen. Und der ist halt auch für Klassikrennen sehr, sehr gut, weil er halt auch sehr, sehr schnell ist. So, eine Etage tiefer. Weil eine Etage tiefer haben wir nämlich die, sagen wir mal, Konkurrenten aus Italien, nämlich Lamborghini. Auch von der Farbkombination der Garage so ein bisschen wie das Lamborghini-Logo gehalten. Auch hier alte Modelle. Ich glaube, das ist ein Miura. Sehr, sehr schön, muss ich sagen, auch anzuschauen. Aus GTA Vice City. Countach, genau, wie das ist ein, wie heißt der? Diablo GT.
Von der Farbkombination sehr geil, muss ich sagen. Da haben wir hier einen vergoldeten Gallardo in echt quasi. Auch eins, auch ein OG-Fahrzeug, was es schon seit Release des Spiels gibt. Und den, muss ich sagen, fahre ich mit am liebsten und ich finde ihn auch optisch am geilsten. Soll ein Huracan, das ist ein Huracan-Performante sein. Hat auch gemoddete Reifen, wenn man sieht, der Formel 1-Reifen. Ein Urus darf natürlich auch nicht fehlen, muss einfach sein. Auch ein geiles Ding, muss ich sagen. Hier so ein Konzept-Car von Lamborghini, was es auch in echt gibt, was aber nie gefahren ist. Und dann haben wir hier immer noch einen vergoldeten, wie man sehen kann, auch mit Geschütz obendrauf. Ist tatsächlich für Rennen eins der besten Fahrzeuge im Spiel, muss man sagen. Ja, haben wir noch den hier. Und hier so ein Cabrio. Auch optisch sehr, sehr schön anzuschauen, finde ich. Also ihn hier fahre ich am liebsten. Ihn für Rennen definitiv. Ja, und für Missionen, wo man mal 4 Leute braucht, nehme ich gerne den Urus, weil passen halt 4 Leute rein, du bist halt damit schnell unterwegs. Ja, war so, ja, so ein paar Tuner, beziehungsweise auch alte japanische Fahrzeuge. Gut, der jetzt nicht, aber hier ein alter Toyota nachgetunt, wie aus dem einzigen Anime, den ich je gesehen habe und den ich gut finde, Initial D. Da ist der nämlich mit dem Fahrzeug Tofu ausliefern gefahren, driften. Fast Furious 1 genau zu sein, da haben die mit den LKWs überfallen. Auch ein sehr, sehr schnelles Fahrzeug tatsächlich für Rennen. Das sieht auch sehr gut aus, finde ich. Hier also mal so ein getunter alte Silvia X7, natürlich Legende, muss einfach sein. Auch schön vom Typ. Fahre ich eigentlich nie, habe ich auch nur reingestellt. Lexus, auch ein bisschen auf Rennen umgebaut. Der ist relativ neu noch, aber nichts Besonderes, sieht eigentlich nur schön aus. Hier ein alter BMW, beziehungsweise nicht ein alter, aber ein BMW halt auch so ein bisschen auf Rennen umgebaut. Und hier haben wir einen, ich glaube, das ist ein RS5, ne? Müsste ein RS5 sein. Können auch 4 Leute drin sitzen. Und auch hier mit schönem gemoddeltem Nummernschild. Ja, ich muss sagen, ihn hier fahre ich gerne, fahre ich gerne, fahre ich extrem gerne. Ja, und den auch. Sehr schnell und hier den für Missionen, wo man schnelle Fahrzeuge für 4 Leute braucht. Ja gut, hier haben wir noch mehr japanische Tuner. Alter Toyota Corolla war auch eines der ersten Fahrzeuge im Spiel, den ich hatte, weil man den halt auch so auf der Straße finden kann. Den nutze ich für Driftrennen, hat auch ein Drift-Tuning drin. Auch sehr geil, sehr schnell. Alter Honda Civic. Noch einer, beziehungsweise das Fahrzeug habe ich halt auch von jemandem abgekauft, gemoddet, weil das ist sehr selten, das kriegt man nur bei einer Belohnung. Den gibt es ja auch als gepanzert, habe ich euch auch schon gezeigt. Habe ich auch als normal. Ist okay. Hier, Supra, aktuelle. Sehr geil. Fahre ich gerne. Ist schnell. Sieht gut aus. Fährt sich jetzt nicht so geil. Sieht auch gut aus. Ist okay. Ja, und der ist auch ganz schick, muss ich sagen.
Ja gut, hier haben wir noch so random Sachen drin. Eigentlich auch hauptsächlich Tuner, aber ein paar normale Fahrzeuge, bzw. ein altes, eine alte Cobra, bzw. Shelby Cobra mit gemoddeten Reifen, sieht sehr wild aus, weil der sehr breit ist, aber auch sehr geil, muss ich sagen. Fahre ich extrem gern. Ist okay, sieht gut aus, hat ein Maschinengewehr, aber naja, geht so. Auch relativ neues Fahrzeug, sieht auch gut aus, ist aber jetzt auch nicht wirklich schnell. Wollte zum Tunen. Genauso wie den. Hier den, der ist schon etwas besser. Aktuelle Fairlady Z. Auch mit Imanitec Tuning gegen Raketen. Extra Panzerung. Und das Civic Type R. Auch schön, finde ich. Auch das Design ist sehr geil, muss ich sagen. Bin ich ein Fan von. Hier haben wir einen. Der hat nicht mehr in die Garage reingepasst, in die britische. Aber auch ein Aston Martin. So ein bisschen auch getuned auf Breitbau. Ford RS200. Auch sehr eigentlich ein Rallye-Fahrzeug, aber ich habe ihn so ein bisschen auf Straßenrenner umgebaut. Ja, und da kommen wir zu meinem Fahrzeug, mit dem ich die meisten Abenteuer erlebt habe, weil das war tatsächlich das allererste Auto, was ich jeweils in GTA Online hatte. Ich hatte damals mir Videos zu dem Spiel angeschaut und habe dieses Fahrzeug gesehen und habe gedacht, boah, den will ich als erstes Fahrzeug haben. Und den kann man ja auf der Straße finden. Und dann habe ich ihn mir geholt und habe ihn eigentlich echt schön getuned. Dieses Blau-Lila gefällt mir sehr, sehr gut. Und er ist halt auch immer noch echt schnell, muss man sagen, für die heutigen Zeiten. Gut, wenn man mit der Garage auch durch, glaube ich. So, dann können wir jetzt als nächstes, wo gehen wir hin? Was ist als nächstes? Ja, Casinos am nächsten. Dann gehen wir dahin. Wir neue Sitzung finden. Muss ich da kompakt halten, nicht überall hinfahren. Muss auch nicht sein. Ja, das ist hier mein Casino Penthouse, wie man sehen kann. Absolut unnötig eigentlich. Habe ich es gekauft? Ja, weil ich so viel Geld habe. Ja. Hat auch eine eigene Garage natürlich. Und deswegen gehen wir da mal hin. So, das ist die Garage zum Casino Penthouse. Hier stehen nur Classic herum, also alte Fahrzeuge. Ich glaube, das ist ein alter Maserati in echt oder Ferrari, eins von beiden, weiß nicht. So ein bisschen auch auf Rennen umgebaut. So sind die ja damals auch Rennen gefahren mit so Lackierungen. Auch ein sehr geiles Auto, der Casco. Hat auch richtig kranken Sound, muss ich sagen. Von der Optik sehr schön, aber nicht wirklich schnell. So, meiner Meinung nach das schönste klassische Fahrzeug im Spiel, der Stafford. Ich glaube, das ist ein echt alter Rolls Royce, ich weiß es nicht genau. Ja, muss einfach sein, wenn man klassische Autos ganz cool findet. Den kann man nur in bestimmten Events in GTA kaufen. Der Rosewild, auch sehr schön, aber auch nichts Besonderes vom Fahren her. Hier der Z-Type, ein echt ein alter Bugatti, also der seltenste Bugatti, wo glaube ich zwei Exemplare gibt es von dem nur noch, oder gab es mal. War tatsächlich mal für Klassikrennen eine Zeit lang das schnellste Auto, mittlerweile ist es der F40. Dann haben wir hier noch zwei Ferrari-Modelle, einmal so als Cabrio, beziehungsweise hat die Möglichkeit als Cabrio gefahren zu werden und als normal. Dann haben wir hier noch zwei Fahrzeuge, die sind etwas besonders, mit denen kann man nämlich Taxi-Missionen machen. Auch mit gemoddeten Reifen, sehr wild finde ich.
Und hier normal. Sieht gut aus und für Taxi-Missionen verwendbar, aber ansonsten eigentlich nicht wirklich oft genutzt. Wie gesagt, also wenn ich mal einen fahre, fahre ich am liebsten ihn hier hinten, weil ich finde ihn einfach optisch wunderschön. Ja, und wie gesagt, hier den Casco oder mal für Rennen ihn hier, aber ansonsten. Und wenn ich mal Taxi-Missionen mache, so selten, dann entweder ihn hier oder ihn hier. Hier ist die Spielhallengarage. Hier ist eigentlich nicht wirklich was Besonderes drin. Paar Fahrzeuge, die sind ganz nett, wie den hier zum Beispiel. Mit der ja, Unabhängigkeitstagslackierung und gemalten Nummernschild. Zwei ganz nette Klassiker, aber fahrtechnisch jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, es soll auch eine alte Corvette sein. Ja, ich glaube, es ist auch. Ja, der ist auch ganz schön. Auch ein Fahrzeug als Taxi getunt, kann man aber nicht für Taximissionen nutzen. Wer Ghostbusters kennt, wird sofort erkennen, das ist das Fahrzeug aus Ghostbusters. Sehr geil, muss ich sagen, dass es das auch in GTA gibt. Ich glaube, der Zug auch einen Sarg drin, ja, hat er sogar geil. Ein alter Fiat 500 auf Rennen umgebaut, keine Ahnung warum. Vigilante, also Batmobil quasi, habe ich auch hier reingestellt wegen, ja, Bathöhlen-Vibe, also Batman. Aber halt in den Joker-Farben, also quasi das Auto vom Joker jetzt mittlerweile. Ja, sieht nett aus, optisch cool, aber kann eigentlich gar nichts. Sehr lustiges Fahrzeug. Für Fun kann man den mal nutzen. Auch mit gemaltem Nummernschild und Reifen. Eine der wenigen Kombis, die wir im Spiel haben. Sehr schnell, vom Handling her nicht so geil, aber ja, okay. Kann man mal machen, wenn man will. In die Autowerkstatt. Ist die Autowerkstatt, hier kann man ja so heiß machen, so kleine und Autos auch tunen. Stehen auch nur Tuner drin, muss ich sagen. Dann haben wir hier erstmal auch ein Fahrzeug, das geht ja San Andreas tatsächlich. Gab es damals schon. Sieht an sich relativ lame aus, aber wenn man den so cool tunt, und schön. Hier das Fahrzeug aus Fast and Furious X, glaube ich, war das. Ist der gefahren. Auch wunderschön, muss ich sagen, mit dem Tuning. Einer der vielen so gehalten, weil so sind die ja. Ist ja echt ein Subaru und so sind die ja mit so Lackierungen gefahren. Alter Civic. Noch ein Sultan. Das ist ein Subaru. Hier, Fast and Furious Reihe. Fast and Furious 1. Fast and Furious 1. 10 Sekunden Auto. Kennt man. Toyota Supra. Legendär. Fast and Furious 2, glaube ich. Too Fast and Furious. Genau, der. Der S2000. Lee Civic S2000. Also ist auch ein Sultan, aber angelehnt an den Evo aus Tokyo Drift von der Lackierung. Und hier, klar kennt man DK aus Tokyo Drift. Vom Tuning her, so schöne Fahrzeuge, muss ich sagen. Fahre ich alle extrem gerne. Wenn ich die neuen Fast and Furious Filme scheiße finde, die alten sind halt immer noch extrem geil. Muss man einfach sagen. Schon legendäre Autos, die da entstanden sind damals.
Das ist die Garage. Ah, das ist das Kautionsbüro. Hier kann man zwei Autos reinstellen. Mehr aber auch nicht. Aber ich habe tatsächlich hier auch zwei Fahrzeuge drin. Unternehmen aus dem letzten Update, by the way, im Übrigen. Hier haben wir einmal den Van dafür, mit dem man die ganzen Missionen, bis halt, wo man die Flüchtigen halt reintut, gepanzert. Noch ein Range Rover mit gemoddeten Reifen. Und hier haben wir noch ein Polizeifahrzeug. Ja, was heißt Polizei in Anführungsstrichen? Habe ich halt so getunt. Hat auch gemoddete Reifen. Sieht okay aus, aber kann eigentlich relativ wenig. Deswegen ist es nicht in der Polizeigarage. War es jetzt nicht unbedingt wert, da reingestellt zu werden. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Nachtclub als nächstes. Wir gehen das einfach der Reihe nach durch. Geht am schnellsten. So, gehen wir mal hier rein. Als erstes haben wir hier, die muss einfach hier stehen. Der Schaffner, bzw. die, ich glaube S-Klasse ist es. Ja, doch, müsste es eine S-Klasse sein. Einfach deswegen, weil Toni gehört ja quasi dieser Nachtclub hier und das ist sein Fahrzeug, bzw. das Fahrzeug auch, es geht ja 4 und da kam er ja vor und deswegen habe ich den halt so nachgetunt. Aber nicht in Schwarz, sondern in Weiß. Mit gemaltem Nummernschild und der geht ja vier Hupe. Der muss einfach hier stehen, muss einfach sein. Unterschuss 1, gehen wir auch mal rein, wenn da jetzt nicht so wirklich was steht, aber. Hier haben wir die zwei Lieferfahrzeuge, wenn man die Nachtclub-Liefermission macht, um Ware zu verkaufen. Den hat man kostenlos. Kann man auch auftunen, habe ich auch gemacht. Den muss man sich kaufen, aber lohnt sich auch. Habe ich auch extrem aufgetunt, geschützt mit Waffen und all drum und dran. Deswegen für die Nachtclub-Mission, wie man sieht, 1 Million Dollar habe ich hier schon wieder drin. Abliefern, Geld verdienen, Spaß haben damit. Aber für mehr sind sie jetzt auch nicht zu gebrauchen. Ja, hier sind random Supersportfahrzeuge drin. Sehr geile, muss ich sagen. Hier an, ein Rimac, beziehungsweise ja doch genau, der erste und dann das aktuellste Modell, eins der schnellsten Fahrzeuge auch im Spiel für geradeaus, aber für Kurven, miserables Handling. Hier ein Apollo Intensa, Emotione. Oh, die Farbe ist so geil, ein bisschen das Tuning so schön. Keine Ahnung, was das für ein Auto in echt sein soll, bin ich überfragt, aber auch ein geiles Fahrzeug. Hier auch ein Lambo, ähnliches Fahrzeug, aber ist es kein Lambo eigentlich, ist es ein, Like ein Hypersport, eigentlich in echt. Nissan GT-R gehört in jede gute Sammlung, habe ich auch. Geiles Fahrzeug, von der Geschwindigkeit bisschen enttäuscht, ist nicht das schnellste Fahrzeug geworden, diese kann nicht mit denen mithalten, aber auch wunderschön, Bugatti muss einfach sein. Ein Glickenhaus, eigentlich ein deutsches Fahrzeug, aber auch ein super Sportauto, sehr schön. Jaguar. Ich habe einen CX75 heißt der. Und hier nochmal ein Königsegg. Komplett in Schwarz gehalten, aber auch nicht weniger geil, muss ich sagen. Fällt mir sehr gut.
So, hier haben wir eine besondere Garage, weil hier sind absolute OG-Fahrzeuge und Fahrzeuge, die verrennen. Biester sind drinne. Hier die beiden ersten Supersportautos, der Edda und der Entity. OGs gehören in jede gute Sammlung. Ich muss sagen, ich mag ihn ein bisschen mehr von der Geschwindigkeit und vom Handling, aber auch der Edda ist absolut legendär. T20 für Rennen extrem gut gewesen, früher auch immer noch gut. Emeros für Rennen extrem gut gewesen, auch immer noch gut. Ein echter McLaren Senna im Übrigen. Der L7B auch immer noch verdammt gut für Rennen, mache ich auch echt noch Leute mit platt. Hier auch ganz nett, fährt sich auch ganz gut für Rennen, Furia. Jester für Sportrennen extrem gut. Und dann haben wir hier, ich nenne ihn immer den absoluten Siegerkrieger, weil der Krieger mit dem, wenn du gut fahren kannst, halbwegs, gewinnst du damit eigentlich fast jedes Rennen, weil, und der ist auch einfach echt schön. Hier noch ein Bugatti. Und hier haben wir auch eines der schnellsten Fahrzeuge, den Devastator 8 für Rennen. Empfiehlt sich. Also alles Fahrzeuge, die man für Rennen immer mal nehmen kann, je nachdem, welche Klasse gefordert ist. Und fahren von der Optik her, am liebsten tue ich tatsächlich, ja, die zwei hier, ihn hier und hier auch den Krieger fahre ich extrem gerne, einfach so mal. Immer noch mehr Supersportfahrt oder Sportfahrzeuge. Gut, der Bentley ist jetzt kein Supersport oder Sportfahrzeug, wobei doch kein Sportfahrzeug ist es. Haben wir einmal einen Osiris, auch für Rennen verdammt gut, muss ich sagen, kann man empfehlen. Der Cheetah, auch ein OG und sieht einfach nur schön aus. Massacro genauso. Hier so ein bisschen clean gehalten. Wunderschönes Auto, optisch finde ich, auch vom Tuning der Corsita. Audi Q7, glaube ich, verschnitt soll das sein, aber ist auch okay. Straßenfahrzeug, by the way. Der Banshee, sehr geil, muss ich sagen. Das ist ein auch ein Konzeptfahrzeug, aber auch sehr, sehr schön gehalten, muss ich sagen, von der Farbe her. Die Felgen gefällt mir ganz gut. Rennwagen, sieht auch so aus. Absoluter Rennwagen. Und der auch so ein bisschen eigentlich. Und der hat aber tatsächlich auch ein Maschinengewehr, wie man sehen kann. Da unten diese zwei Dinger da, da kann man draus schießen, aber ja. Wir noch in die unterste Garage, weil da steht noch ein besonderes Fahrzeug. Und zwar hier haben wir den Terabyte. Und der Terabyte ist extrem wichtig, wenn man. Gehen wir mal rein. Erstens kann man hier drin Missionen mitmachen. Das Ding kann man mit Raketen ausstatten. Man kann Leute damit scannen und deren, ja, sagen wir mal, Spielerwerte sich angucken. Oh, und. Die ist nicht hier drin. Das, okay, dann wird es woanders stehen. Aber du brauchst den Terabyte, um die Oppressor Mark II, also das Snoop-Bike, mit Raketen ausstatten zu können. Und das sollte man natürlich tun. Aber wiederum, um den Terabyte besitzen zu können, brauchst du erstmal einen Nachtclub. Geht vorher nicht. So, jetzt gucken wir mal, welche Garage jetzt nächst. Ah ja, das Motorradclubhaus. Gucken wir uns das als nächstes mal an. Da gibt es, wie der Name schon sagt, nur Motorräder.
hier, wie gesagt, stehen nur Motorräder rum. Aber auch echt geile, muss ich sagen. Da haben wir einmal Shinobi für Rennen sehr geil und auch optisch wunderschön. Die Sovereign, die kannst du nur kaufen, wenn der Unabhängigkeitstag in GTA gefeiert wird, dann ist sie verfügbar. Auch vom Design her, muss ich sagen, sehr, sehr schön. Ja, das ist das Motorrad von Franklin aus der Story, auch gut. Eins der schnellsten Bikes, die Power Surge, ist auch ein E-Bike, also ein Elektromotorrad. Ein Fagio muss einfach sein, das geht ja bei City so ein bisschen nachgetuned. Der Rasenmäher, wie ich ihn gerne nenne, ist es zwar nicht, es ist ein, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ich glaube Quad halt einfach, aber es sieht halt so witzig aus. Shotaro für Rennen, ein absolutes Biest, muss man einfach sagen, sieht auch richtig geil aus. Ein OG, die Barty, immer noch geil, muss ich sagen, vom Tuning sowohl vom Fahren her. Die Reaver, das schönste Motorrad meiner Meinung nach im Spiel, sieht einfach so geil aus, muss ich sagen. Ja, das neueste Motorrad. Pizza Boy ist zwar quasi ein Fagio nur mit Pizzadings hinten drauf, aber den brauchst du ja, oder beziehungsweise kannst du Pizza-Missionen machen und wenn du einen eigenen Roller hast, gekauft und hier reingestellt. Ich muss sagen, am häufigsten bin ich entweder mit ihr hier, ihr oder ihr unterwegs, weil ich hier einfach so optisch ganz geil finde. So, dann gehen wir jetzt in die Firmengarage. Gucken uns mal, was da Schönes drin steht. Hier ist mein Büro, also mein CEO-Büro, genau zu sein. Und gehen wir mal in die Firmengarage 1. Wow, interessiert mich, weil hier haben wir nämlich eine komplette Garage nur mit deutschen Fahrzeugen. Hier unten ist Mercedes, also in der ist VW Mercedes. Gut, hier ist so ein GT2 RS, der nicht in die Porsche Garage mehr reingepasst hat, aber auch sehr schön. Mercedes, hier Legende 300 SLR, wunderschön immer noch. Ein SLR McLaren Stirling Moss müsste es sein, auch geil. Eins meiner Fahrzeuge, die ich hier aus der Garage am meisten fahre, AMG GT, Schrägstrich GTR, wunderschön. Ein gepanzerter S-Klasse darf nicht fehlen. C63 angelehnt, mäßig. Bisschen mit Carbonteilen gearbeitet. Der, by the way, extrem schnell, auch für Klassikrennen gut geeignet. Weitere S-Klasse, dann haben wir hier vier W424er Modelle. Der hier so ein bisschen clean gehalten, mit Goldteilen gearbeitet. Der Drift war, also die Variante zum Driften, auf an den Benz von ACP Rocky angelehnt, vom Tuning her, den es ja auch nie von, glaube ich. Einmal mit Bennys Reifen gemoddet und Nummernschild clean gehalten und hier mit F1 Reifen und gemoddet und Nummernschild auch clean gehalten. Aber alles wunderschöne Fahrzeuge, die vier. Ich fahre die so extrem gerne. GLS müsste das in echt sein. Gibt es auch gepanzert, aber ich habe den normalen. Einfach in weiß clean gehalten, sehr schön. Gut, das ist ein ähnlicher, nur so ein bisschen auf Offroad gebaut. Aber hier die vier, einfach wunderschön, muss ich sagen. Jetzt gehen wir weiter zu Audi. Audi ist natürlich auch am Start. Hier haben wir noch einen Felsa, auch ein OG-Fahrzeug aus dem Spiel. Man muss sagen, ohne Turbo, also wenn man kein Turbo-Tuning einbaut, klingt der richtig geil. Richtig, richtig geil. Jetzt geht's mit meinen R8-Modellen los. Alter R8, also den es am Anfang schon im Spiel gab.
als Cabrio natürlich haben wir den auch einmal vertreten. Dann haben wir ja den relativ neuen R8 normal und einmal als Bennys Variante mit Breitbau getuned, aber auch so ein bisschen auf Rennen. Trotzdem schlicht gehalten, sehr, sehr schön. Ein RS5 Coupé kann auch nicht, muss auch einfach sein, auch schön schlicht gehalten. Und das Auto von Michael aus der Story mit Custom-Nummernschild und Reifen, aber auch sehr, sehr schön gehalten, muss ich sagen. Ich habe ein S6, müsste das in echt sein. Das war Garage Nummer 1 von den deutschen mit deutschen Fahrzeugen. Haben natürlich noch weiteres, klar. Lass uns mal wieder hier runtergehen. Nummer 2. Hier geht es nämlich jetzt mit BMW weiter. Auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Fährt sich nicht so geil, aber sieht einfach schön aus. Es geht ja mit BMW los. BMW 6er Modell. Custom-Nummernschild und Modding-Reifen. BMW 7er. Ein M6. Auch sehr, sehr schön, schlicht gehalten. 3er Cabrio. Ich komme nicht Cabrio, sondern 3er Kombi. Wird ja unter anderem auch von der Polizei. Ist ja verwendet worden in Deutschland. Aber ich habe den so ein bisschen auf Rennen gebaut. Angelehnt an dem BMW M1. Das ist die halt Hommage-Variante, die die mal gebaut haben. Aber auch relativ schlicht gehalten habe ich den. Aber alles sehr, sehr schöne Autos, muss ich sagen. Fahre ich auch alle sehr gerne. Obwohl ich sagen muss, ich bin eher so der Audi- oder Mercedes-Fan. Dann haben wir hier noch einen alten, ich glaube, ein 6er Alpina müsste das sein. In Gold gehalten, sehr, sehr schön. i8 ist ja mit dem letzten Update reingekommen mit F1-Reifen. Wunderschön, muss ich sagen. Und hier muss ich sagen, einer meiner Favoritenfahrzeuge im Spiel: M2 mit M3 GTR Most Wanted Design, F1-Reifen und einfach nur geile Farbkombination. Hat mir ein Kollege gemacht. Ja, dann haben wir hier noch ein, weiß gar nicht, wie der heißt. Ein SUV von BMW, X6, X5, keine Ahnung. Hier, ah gut, hier haben wir noch ein M3 i30 auf Rennen angelehnt. Auch sehr, sehr schön. Und dann auch was bisschen auch deutsch, muss man ja sagen. VW Golf. Golf 1, glaube ich, ist das. Ja, doch, müsste Golf 1 sein. Und ein VW Käfer angelehnt an Herbie, wenn das und wer das noch kennt. Auch ein Filme, die ich sehr gerne früher geschaut habe. Ein lebendes Automobil, um es genau zu sagen. Aber ja, auch ein bisschen darauf angelehnt. So, eine Etage haben wir oben noch. Weiß gar nicht, was ich jetzt hier noch habe. Ah ja, hier geht's los mit Rennfahrzeugen. Alter, oh, wie heißt der? Ich habe den Namen leider vergessen, aber ein altes Mercedes-Rennfahrzeug. Und dann hier die ganzen Hot Wing Autos für die Rennen. Ein Charger ist es, glaube ich. Ein Challenger. Keine Ahnung, was das ist. Und das ist so der beste dafür. By the way, dieses Design hier, dieses E-Cola, wird in GTA 6 vorkommen. Das ist nämlich in den Leaks 2022 aufgetaucht. Alter Jaguar. Noch ein alter Jaguar. Aber von der Farbe und dem Design wunderschön. Und auch noch ein alter. Richtig optisch geil aus den Rennwagen. Aber dritte Firmengarage kommt jetzt noch. Hier geht's weiter mit Rennfahrzeugen. Die beiden Open Wheel bzw. Formel 1 Fahrzeuge. Hier auf Ferrari angelehnt. Und hier einmal noch einen. Also die beiden besten.
Der ist gut für lange Geraden, der ist gut für Kurven.